Herzlich willkommen bei Impuls, dem neuen News-Format von Sachsen Energie. Hier erfahrt ihr, welche drei Impulse wir für euch in dieser Woche für Sachsen gesetzt haben. Die Nachrichten der Woche komprimiert in einem Beitrag. Wir starten mit der Zahl der Woche. Unsere Zahl der Woche ist 117. Denn so viele Kilometer Tiefbau haben wir aktuell für den Ausbau des schnellen Internets im Regionalbereich Großenhain realisiert. Beim Breitbandausbau werden wir in den kommenden Jahren immer mehr Gebiete in Ostsachsen an die Datenautobahn des Highspeed-Internets anschließen. In unserem Regionalbereich Großenhain, der räumlich größtenteils dem Landkreis Meißen entspricht, kommen auf einer Länge von 330 Kilometer 2300 Kilometer Glasfaserkabel unter die Erde. 117 haben wir schon geschafft. Sachsen Energie kann damit 5500 Glasfaseranschlüsse bei Privat- und Gewerbekunden realisieren. Ungefähr 1500 können bereits jetzt das schnelle Internet nutzen. Und wie unser Engagement direkt vor Ort aussieht, berichtet jetzt unsere Außenreporterin Viola. Wir sind heute hier in Priesterwitz im Landkreis Meißen. Heute startet Sachsen Energie den Breitbandausbau in der Gemeinde. Was das für die Menschen vor Ort bedeutet, erklären uns unsere Experten. Der Spatenstich ist vollzogen und neben mir steht Jens Schaller, Geschäftsführer der Sachsen Gigabit GmbH. Herr Schaller, was bedeutet das jetzt für die Kommune? Ja, für die Kommune bedeutet das, jetzt geht's wirklich los. Es ist ja so, diese Förderverfahren ist ein langfristiges Auswahlverfahren, bis es soweit kommt. Mehrere Jahre muss man auch bewundern, die Frau Gajewi als Bürgermeisterin, wie sie das natürlich mit kompetenter Beratung, Unterstützung durchgezogen hat. Und letztendlich konnten wir uns dann in dem Verfahren als Bieter durchsetzen. Dann wurde ein Zuwendungsvertrag unterschrieben im Oktober und Sie sehen, heute geht es wirklich los. Das bedeutet für die Gemeinde natürlich Baumaßnahmen. Wir wollen 80 Kilometer Tiefbau werden wir hier machen müssen, weil wir über 300 Kilometer Glasfaser verlegen werden. Über 1000 Hausanschlüsse, das sind Baumaßnahmen im öffentlichen Raum, das sind Baumaßnahmen im Privatgrundstück, das sind natürlich auch Einschränkungen. Unsere Hoffnung ist, dass die Bürger das Verständnis dafür haben, denn letztendlich ist es ein wichtiges Ziel, die Glasfaser im Haus, in der Wohnung, das ist die Grundlage für die digitale Informationsgesellschaft. Und das sollten wir immer im Auge haben. Vielen Dank, Herr Schaller. Neben mir steht Dr. de Maizière, MdB. Herr Dr. de Maizière, warum ist der Breitbandausbau gerade hier in der ländlichen Region so wichtig? Die moderne Kommunikation braucht Verbindung und Verbindung braucht Infrastruktur. Das haben wir in der Pandemie alle gelernt. Wenn der sogenannte Distanzunterricht, also Homeschooling, nicht funktioniert, weil es keine Breitbandverbindung gibt, dann sind die Menschen abgeschnitten. Und im ländlichen Raum gibt es ohnehin immer das Gefühl, wir werden abgehängt. Und deswegen ist eine Breitbandversorgung moderner Art der beste Weg, den Abstand zwischen Stadt und Land zu verringern, vielleicht sogar einen kleinen Vorsprung hier zu erzielen, weil es hier natürlich schöner ist als in mancher Enge der Stadt. Und wenn das gelingt mit diesem Breitbandausbau, dann tun wir ganz viel für die Verbindung von Stadt und Land, für die Zukunft der jungen Generation im ländlichen Raum. Wunderbar. Vielen Dank und danke, dass Sie heute hier waren. Gerne. Breitband in Sachsen für Sachsen von Sachsen Energie. Das ist unsere Mission, mit der wir die Region zukunftsfähig machen wollen. Der Spatenstich in Priesterwitz war ein positives Beispiel und viele weitere werden folgen. Damit zurück ins Studio. Vielen Dank, Viola, für diesen Einblick vor Ort in Priesterwitz. Jetzt kommen wir zur guten Nachricht der Woche, die ganz im Sinne der Energie der Zukunft steht. Gute Nachrichten für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Sachsen. Wir wollen unsere Windkraftleistung in Zukunft verdoppeln. Dazu hat Sachsen Energie den sächsischen Windpionier Energieanlagen Frank Bündig GmbH übernommen. Das erworbene Unternehmen wird zentraler Baustein unserer Windstrategie, insbesondere bei der Projektgenerierung und Projektierung von Windkraftanlagen. Das war die zweite Ausgabe von Impuls, dem Nachrichtenformat von Sachsen Energie.
Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Impuls.